Die Klein gegen Groß. Kandidaten Sonja und Malik haben sich anspruchsvolle Gegner ausgesucht. Gestern Abend traten sie im Pirouettenduell gegen die Let's Dance Stars Ekaterina Leonova und Joachim Jambi an. Wer schaffte mehr Lankenau-Pirouetten, eine der schwierigsten Figuren im Formationstanz, in einer Minute? Die anderen Mitstreiter, Sänger Peter Maffay, Comedian Sascha Grammel, Let's Dance, Moderatorin Viktoria Swarovski und Schauspieler Rick Kavanian, mussten jeweils auf Team Klein oder Team Groß setzen. Aus Loyalität müsste ich natürlich auf euch tippen, schwankte Viktoria Swarovski bei ihrer Entscheidung und zeigte dabei auf ihre Let's Dance Kollegen Ekaterina Leonova und Joachim Jambi. Aber du weißt doch, was Joachim Jambi kann und was nicht, fragte Kai Pflaume daraufhin schelmisch. Dann machen wir klein, platzte es plötzlich aus der Moderatorin. Gut, dass sie das Thema Loyalität nochmal angesprochen hat, bemerkt Kai Pflaume amüsiert, und auch das Studio zeigte sich begeistert von Swarovskis spontanem Seitenhieb gegen den Let's Dance Juror. Joachim Jambi hingegen war nicht zum Lachen zumute. Er schoss direkt zurück. Ich finde, Rick ist der Einzige auf der Bank, der wirklich Ahnung hat vom Tanzen. Puh, dabei hat Viktoria Swarovski mit ihrem Tanztalent 2016 die Staffel von Let's Dance gewonnen. Aber wie heißt es so schön? Wer austeilt, muss auch einstecken können. Am Ende lag Viktoria Swarovski mit ihrer Entscheidung richtig, denn Sonja und Malik konnten das Duell mit 44 Lankenau-Pirouetten für sich entscheiden. Ekaterina Lenovo und Joachim